Hallo und herzlich willkommen zurück bei Delicious Emily und die Traumhochzeit. Und wir sind in Episode 14 angekommen, A Previous Engagement. Oh Gott, und sie liegt hier schon auf dem Tisch und weint. Na dann, Tag 1. Wir haben noch nicht geöffnet. Wusstest du, dass Patrick und ich auch mal verlobt waren? Damals war ich ein anderer Mensch, zu sehr auf meinen Beruf fixiert. Patrick war bereit, an unserer Beziehung zu arbeiten, ich nicht. Die Gefühle waren perfekt, nur das Timing nicht. Aber das ist jetzt anders. Was meinst du? Als er mit mir Schluss machte, habe ich meinen Penny in den Brunnen geworfen, mit gebrochenem Herzen. Aber dann sah ich eine Sternschnuppe und wusste, alles würde gut werden. Danach bin ich jedes Jahr wieder hergekommen und endlich hat es funktioniert. Patrick ist endlich wieder hier. Es ist unser Schicksal, wieder vereint zu sein. Nichts kann uns aufhalten, nicht mal du. Darum kannst du den Brautstrauß haben. Ich brauche ihn nicht mehr. Wow. Die hat's ihr aber gegeben. Ja, Emily, du sagst gar nichts dazu, oder wie? Du lässt sie einfach so... Oh Gott, wir haben hier... Saft! Wir haben Saft, ihr Lieben. Nicht träumen, nicht träumen. Geh mal da... Geh mal da ein bisschen schnitzen. Oh, wei. Ja, wir sollen schon gleich... Saft machen. Ja, und... Ach so, mit den Beeren. Ach so, mit den Beeren. Alles klar. Ich verstehe. Und ich habe schon gerade die Maus gehört, glaube ich. So, okay, Moment. Jetzt erstmal wieder hier ins Spiel reinkommen. So, wir gehen das Schaf scheren. Uiuiui. Erstmal wieder reinkommen. Ein paar Tage nicht gespielt. Und schon ist alles Murks. So, ihr wolltet zweimal Käsebrot und zweimal Reis. Alles klärchen. Kommt sofort. Ich überlege, ob ich das hier vorbereiten soll. Aber ich glaube, wenn, dann bereite ich lieber den Fisch vor, oder? Apropos, den nehme ich da mal mit. So, stopp mal. Stopp mal kurz. Ich habe die Ja, ich habe die Maus gehört. Ich glaube, ich bereite den Fisch lieber vor. So, okay. Oh, shit. Einmal Kuchen, Reis. Kuchen nicht vergessen. So, bitteschön, kassieren. Käsebrot und grünes Zeug für euch. Hier gehe ich vielleicht schon mal stricken. Sicher ist sicher. So, warte mal. Den Fisch kann ich mitnehmen, das Kleeblatt. So, was möchtest du? Flenny, geh mal da... Flenny, geh mal da aufräumen, Flenny. So, das ist für euch. Oder besser für dich. Kombo für mich. Oh, ich hätte... ja. Okay, ich hätte... da oben... mal pflücken sollen. Das werde ich gleich mal tun, ganz schnell. Ja, ja. So, das und das. Und ein Kleeblatt. So, Kuchen kommt, bitteschön. Und da wird aufgeräumt. So, das kann ich gleich schon wieder pflücken hier. Okay. Okay, nur keine Panik. Ja, oh, warte, Fisch habe ich dabei. Reis und eine Milch für euch. Flenny, du gehst da aufräumen. So, zweimal das Käsebrot mit Milch. Bitteschön. Dann nochmal das und das. Für dich und einmal kassieren. Puh, okay, ich würde fast sagen, es läuft. Wie viel kann ich denn von dem Zeug da oben pflücken? Okay. Ja, 6. Alles klärchen. So, Kleeblatten nehme ich mit. Eine Buddha-Stulle und einmal grün für euch. Flenny geht da aufräumen. Und ich gehe hier kassieren. So, einmal das. Und einen Kuchen möchtest du. Och, Emily, guck doch nicht so traurig. Wir kriegen das schon geregelt hier irgendwie. Fisch könnte ich mal vorbereiten. So, da wird aufgeräumt. Und du möchtest ein Käsebrot mit grünem Zeug. Bitteschön, Dankeschön, Wiedersehen.
So, warte, Fisch nehme ich mit. Kleeblatt. Achso, kann ich eh nur 6 wieder. Okay. Ob ich mir das nochmal merken werde. Das sagten die Zeit kurz vor halb fertig. Okay. Das und das. Eine Milch. Kuchen aus dem Ofen. Ding, ding. Bitteschön, kommt. Okay, klappt einigermaßen. So, Reis, Käsebrot und Getränk für euch. Einmal Saft für die Herrschaften hier. So, bitte sehr. Kleeblatt, nee, brauche ich im Moment alles nicht. Butterstulle und Reis für dich. Kommt noch jemand zum Bezahlen? Jawohl, da kommt noch jemand. Das ist schön. Machen wir eine Kombo. Ja, François, du langweilst dich. Dann geh doch mal hier hin. Oh, wir brauchen zweimal Fisch, das grüne Zeug und eine Butterstulle. Da wird aufgeräumt. So, den jungen Herrn kassiere ich mal. Du gehst mal dahin. Er mit seinem Regenbogen hier. Ah, sehr schön. So, einmal Kuchen. Oh, und ein Schal. Es ist ihm kalt anscheinend. So, ding, ding. Ding, 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 ding. Dann kassieren wir hier. So, zweimal Butterbrot für euch. Ich packe schon mal vielleicht wieder einen Fisch drauf gerade. So, dann nehmen wir das mit, machen einen Kuchen. Da wird aufgeräumt. So, das ist für dich. Bitteschön. Ich kann gerade gar nicht einschätzen, wie es hier mit den Punkten aussieht. So, einen Fisch habe ich dabei. Dann machen wir doch noch schnell einen, bringen den da hoch. So, du kannst auch hier hingehen, wenn du magst. Und ich könnte mal Beeren pflücken, ne? Beeren haben wir hier dauernd irgendwie nicht genug. Die wollen hier alle den Kuchen. Es scheint besonders lecker zu schmecken. Also, und ich wollte Fisch vorbereiten. Da wird aufgeräumt, bitte. So, Kleeblatt, den Fisch packe ich ein, Reis und Kombo. Dankeschön, Wiedersehen. Sollte ich hier oben mal... Ich mache einfach mal gerade. So, das und das. Okay. Und ihr wollt eine Milch und Reis, bringe ich euch. So, warte mal, das Kleeblatt nehme ich mit. Da wird sauber gemacht. Schade, ich kann jetzt hier gerade keine Kombo machen. Naja. Dann müsst ihr eben ohne Kombo gehen. So, was kann ich für dich tun? Du möchtest einen Schal und den Fisch habe ich dabei, weil ich so schlau bin. So, ach komm her, ich kassiere dich gleich. Schmeiße einen neuen Fisch drauf. So, zweimal Reis für das junge Fräulein, bitteschön. Und Kombo für mich. So, Fisch habe ich am Start. Das ist schön, ich hole aber noch mal lieber einen. Beeren habe ich auch am Start, alles klar. So, Freunde, was möchtet ihr? Na, entscheidet euch. Zweimal Reis, einmal Grün, bitteschön. Kommt pronto. So, ich habe eigentlich im Moment noch alles am Start, ne? Da oben könnte ich vielleicht mal Nachschub gerade machen. Ich habe ja einen Moment Zeit. Ach so, kann ich eh nur 3. Okay, das werde ich mir nicht mehr merken. So, das ist für euch und du wirst abkassiert. Okay. Tschüss. Okay, was wollt ihr? Milch und eine Butterstulle. Okay. Ich eile. Oh Gott, Emily, jetzt guck doch nicht so. Es ist ja schrecklich. François, du kannst mal dahin gehen, bevor du mir da einschläfst, da oben. Okay, der Tag ist um. Was wollte er jetzt? Ich glaube, er wollte eine Milch, genau, und Reis. Noch eine Milch und Kuchen, da wird aufgeräumt. So, das ist für dich. Oh, noch ein Kuchen. Und den Fisch habe ich aber dabei. Den Fisch habe ich dabei. So, das ist für dich. Da wird aufgeräumt. Dreier-Kombo für mich. Und noch eine Kombo für mich. Och, Mann. Dabei war ich gar nicht so schlecht, ne? Aber das goldene Herz haben wir trotzdem nicht bekommen. Hätte ich vielleicht ein bisschen schneller sein müssen, aber naja. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ihr beide mal verlobt wart? Weil wir das nie waren. Wir haben darüber geredet, aber ich habe ihr nie einen Antrag gemacht. Warum nicht?
Wir erwarteten zu unterschiedliche Sachen vom Leben. Wir haben versucht, es trotzdem hinzukriegen, aber es hat nicht geklappt. Ich will, dass sie verschwindet. Ich sag's dir nochmal, Emily. Iris und ich sind fertig miteinander. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Iris sieht das aber völlig anders. Sie sagt, das Schicksal sei auf ihrer Seite, von deiner Mutter ganz zu schweigen. Emily, wie oft muss ich dir das noch sagen? Ich liebe dich, nicht Iris. Mir reicht's. Ich gehe erst mal eine Runde spazieren. Och, Mann. Ich meine, ist ja schön, dass er das sagt, aber ist doch Logo, wie sie sich fühlen muss, oder? Wenn Iris so fies zu ihr ist. Ach Gott. Ich hoffe, das renkt sich hier doch wieder ein, oder? So, wir haben 150. Tisch und Stühle hätte ich gern. Ja, ich glaube, wir sparen vielleicht nochmal. Ja, wir sparen. So, Tag 2. Und ich sehe da schon Äpfel am Baum hängen. Das macht mir Sorge. Geht es dir gut? Nicht so ganz. Ich habe mich wieder mit Patrick gestritten. Setz dich einfach mal ruhig in die Ecke. Ich kümmere mich für dich um das Restaurant. Danke, François. Oh je. Oh, jetzt müssen wir sie trösten. Oh ja, und wir haben Äpfel, alles klar. Warte mal ab, dann werde ich hier erstmal direkt... Er schlägt die Dinger voll runter, ey, geil. So, hier, schere das Schaf nochmal, zweimal Milch, zweimal das für euch und dann kann ich direkt zu Emily laufen. Oh weia, warte Emily, sei nicht traurig, ich komme. So, ja, alles klar, jetzt wollen wir das und das und das dann für dich. So, bitteschön, Daumen ist die Maus. Haha, ich habe sie mal selbstständig gefunden. So, gehen wir direkt zu Emily. So, dann einen Kuchen, grünes Zeug, Milchkuchen nicht vergessen. So, bitteschön. Ihr wollt einen Apfelkuchen und eine Milch. Muss auf Emily achten. So, Apfelkuchen kommt. Dann gehe ich gleich bei ihr vorbei am besten, oder? Und dann, ja, jetzt reden sie erstmal hier schön über Patrick, ey. Okay, ich nehme mal das Kleeblatt mit. Wie sieht's denn hier mit den Fischen aus? Also ich glaube, Fische vorbereiten werde ich nicht hinkriegen. Bei diesem Level. Ich mich jetzt hier gerade noch um Emily kümmern muss. Geh mal da aufräumen, Flenny. Flenny, so, das ist für dich, Combo. Und ich ganz schnell zu Emily und da wird auch aufgeräumt. Diese Sprechblasen da. So, warte mal. Fisch. Äpfel könnte ich dann gleich mal wieder pflücken. Ne? Oh ja. Die wollen hier ordentlich Apfelkuchen. So, dann ist das für euch. Dann werden wir die mal hier runterschlagen. Okay, Fisch nehme ich auch noch mit. Geh mal zu Emily ganz schnell. Süß. Oh Gott, ey. Was erzählt er ihr da jetzt bloß, frage ich mich. So, das ist für dich. Kannst du einen Moment warten, bitte, auf das junge Fräulein hier? Das möchte eigentlich nur ein Butterbrot. Und was war es noch? Eine Milch, ne? Oh, wei. So, dann gehen wir hier kassieren, mein Freund. So, Äpfel habe ich. Diese Traubendinger habe ich. Was ist denn das? Hagebutten oder so? Ja, komm, Emily, warte, ich tröste dich nochmal so. Dann hau ich hier zwei Fische drauf. So, die sind für euch. Gehe ich direkt nochmal gleich zu ihr. Ich stehe ja da gerade ganz günstig. So, ihr wollt, oh wei, das und das. Dann wollt ihr eine Milch, eine Butterstulle. Das darf ich jetzt nicht vergessen. So, und ein Reis, so. Bitteschön, Fische könnte ich eigentlich mal einsammeln, ne? Bei Gelegenheit, jetzt zum Beispiel, bevor ich nachher keinen mehr habe. Und da muss ich ganz fix bei Emily gucken. So, und dann gehe ich kassieren. Uiuiui, oh, oh, zwei Schals. Der Lady ist kalt. Ich würde ganz gerne nochmal Fisch irgendwie, ja. Okay, sollte ich kassiere ich auch direkt, dann gehe ich zu ihr.
So, dann schlagen wir da mal kurz zwei Äpfel runter. Machen hier zwei Milch- und eine Butterstulle für euch. So, und dann gehe ich da hoch. Klöppeln wir noch mal ein bisschen. Sicher ist sicher. So, okay, noch mal klöppeln. François, dann geht zu Emily. Ist ja gerade mal Zeit. So, zweimal grünes Zeug für dich. Kommt so. Und was kann ich für dich tun? Entscheiden Sie sich. Hier wird schon mal aufgeräumt. Zweimal Reis, bitteschön. Mache ich eine schicke Dreier-Kombo. Das finde ich super. Ach ja, okay, hier läuft aber einigermaßen. Kleeblätter haben wir. Fisch kann ich hier gerade mal einpacken. Hier tröste sie direkt nochmal. Ist gerade nichts zu tun. Ich könnte Fisch vorbereiten, aber ich traue dem Braten hier nicht. So, Kuchen und grünes Gedöns. Okay, warte, warte, warte. Bringe ich euch. Ihr habt euch aber auch weit weggesetzt da oben. Jetzt mal im Ernst. So, Kuchen, grün, okay. Ach, der Kuchen braucht aber lange. Vielleicht doch mal einen Fisch vorbereiten. Weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Sondern husch ich. Das war jetzt blöde. Hätte Emily ja vielleicht noch einen Moment warten können. Aber okay, so, das ist für dich. Kombo, da wird aufgeräumt. Und du möchtest ein Kleeblatt und einen Apfelkuchen. Kommt sofort. Bitte keine Ungeduld an den Tag legen. Ich bin schon so gut wie da. Und Kasse. Jawohl, oh. Zu Emily, ganz schnell. So, ihr wollt Kuchen, zweimal das. Okay. So, bitteschön. Und dann gehe ich direkt gleich wieder zu ihr. Oh Gott, wann ist denn der Tag rum, ey? Oh, oh, ich habe keine Trauben mehr. Ich habe keine Trauben mehr. Und dann nehme ich auch gleich noch einen Apfel mit, ja, als hätte ich es geahnt. So. Apfelkuchen und Reis. Was für eine Kombination. So, das ist für dich. Und ich gehe direkt wieder zu ihr. Oh Gott, die muss aber auch aufgeheitert werden. Meine Herren. So, kommt noch jemand? Nein, kommt gerade keiner zum Bezahlen. Na gut, dann nicht. Dann eben nicht. So, Fische haben wir noch. Ich habe auch noch einen dabei. Ja. Super, ich warte, bis die ihre Bestellung aufgeben, um Emily zu trösten. Ne? Das war ja auch sehr geschickt, ey. Naja. So, komm, geh direkt gleich wieder zu ihr. Im Moment habe ich soweit eigentlich alles. Sollte ja keinen Engpass hier geben. Hier, tröste gleich nochmal. So, Käsebrot und ihr wollt einen Saft. Saft. So, bitteschön. Und du möchtest das und das und das grüne Zeug, das bringe ich dir. Und da muss ich ihn alleine kassieren, das ist blöd. Ach, ich habe den Kuchen vergessen. Verflixt. Ja, komm, hol den Kuchen, François. Hol den Kuchen, François. So, ich habe den Fisch. Wo? Jetzt bin ich aus dem Tritt hier gekommen. Eieiei. So, Fisch hatte ich aber dabei. Das war einigermaßen schlau von mir. Dann nochmal auffüllen. Hier nochmal kassieren. So, ihr wollt Apfelsaft. Und das grüne Zeug. So, okay. Das nehme ich mal mit. Hier wird aufgeräumt. Entscheidest. Oh, ich muss zu Emily. Ach du Schande, ey, die hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen. So, das ist für euch. Die Weasley-Zwillinge. So sehen die beiden ein bisschen aus. Okay, Äpfel könnte ich mal abschlagen gerade, ne? Die wollen ja hier Apfelkuchen wie nur was, ey. Ja, komm, dann geh mal da kassieren. So, ihr wollt Reis, Käsebrot und Apfelkuchen. Ist das Hagebuttenkuchen da unten? Ich weiß es nicht, aber wir gehen direkt darüber. Der Laden macht gleich zu. Ich denke, wir kriegen den ersten Stern und den zweiten dann wieder nicht mehr. Alter, das war knapp. Das war knapp mit dem Saft, ey. Uiuiuiuiuiui. Den hätte ich jetzt fast wegignoriert. So, das und das für dich. So. Da machen wir dann eine Combo. Und du möchtest eine Socke und ein Kleeblatt. Oh, Emily, Emily, warte. Nein, nein, nein. Emily, don't panic. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Oh, Alter.
Alter, das war knapp. Flanny, geh mal da aufräumen. War das knapp, ey. Oh. Durch Emilys Trösterei oder was? Haben wir es noch geschafft? Okay, cool. Also, was ist los? Endlich habe ich meinen Brautstrauß. Aber dann habe ich herausgefunden, dass Patrick mit Iris mal fast verlobt war. Ich verstehe nicht, warum er mir nie was von ihr erzählt hat. Sie hat sogar ihren Penny in Lady Marys Brunnen geworfen, nachdem sie sich getrennt hatten. Und jetzt kommt sie jedes Jahr wieder her, weil sie hofft, dass er zurückkommt und sie wieder ein Paar werden. Wie romantisch. Ich meine, es wäre romantisch, wenn es nicht gerade um Patrick ginge. Ich bin sicher, ihr beide könnt das zusammen klären. Und was ist, wenn wir es nicht schaffen? Ja, dann fällt die Hochzeit aus. Dann heirate ich dich. Meine Mutter liebt dich. Danke, François. Süß. Ja, dann heiraten eben François und Emily. Ist ja auch in Ordnung. Überrasche Emily und lade Carlos und Carmen zur Hochzeit ein. Ich hab Angst. Ich habe Angst. Aber die beiden hätte ich natürlich schon ganz gerne dabei. Ja, Tisch und Stühle können wir immer noch nicht kaufen. Ach, das ist ja dumm. So, Emily traf Carlos und kam am Flughafen von Madrid, als ihr Flug nach Paris ausfiel. Kam ließ Emily das Restaurant, im Restaurant arbeiten und dank Emilys Hilfe kamen sich Carlos und Carmen näher. Flannery organisiert seinen Wochenmarkt, der meistens eine Menge Touristen anlockt. Kannst du deine Zielvorgabe auch am Markttag erreichen? Heißt das, jetzt kommen besonders viele Leute? Oder was heißt das? Ich weiß es nicht. Aber wir, ja. Hier ist ja alles voll mit Leuten. Ach du Scheiße. So, das und das und noch ein Reis. Dann bringe ich euch das. So, dann schmeiße ich da einen Apfelkuchen rein. Milch und grünes Zeug. Apfelkuchen nicht vergessen. Bing, bing. Okay, dann brauche ich zweimal Fisch. Ja, du musst jetzt leider mal einen kleinen Moment hier am Tresen auf mich warten, mein Freund. So, aufräumen. Zack, zack. Und, oh nee, ich muss selber aufräumen. Ach so, oh shit. Stimmt, der ist ja nicht da. Oh Gott, dammit. Ja, hol die Kleeblätter, Emily. So, alles klar. Da aufräumen. Und Kombo hier. Ich werd wahnsinnig. So, warte mal. Alter, ist hier ein Getümmel. Ich sehe die Sachen ja kaum. So, den Schal habe ich dabei. Kuchen, bing, bing. Dann brauche ich noch eine Socke. Grünes Zeug für dich. So, da machen wir einen Apfelkuchen und eine Butterstulle. Ja, ich weiß, ich muss da aufräumen. Habe ich aber gerade überhaupt keine Zeit für. So, jetzt gehe ich aufräumen. Und dann müsste ich eigentlich mal... Ich müsste mal so ein bisschen vor mich hin träumen. So, das ist für euch. So, warte mal. Das und das und das und das. Und ihr wollt das rote Getränk. Ach, du ahnst es nicht. So, das ist für euch. Dann zweimal grün. Dann wollt ihr Apfelsaft, Fisch. Ach, du Scheiße, ey. Fisch. So, das ist für euch. Ja, er zieht schon eine Fresse. Das tut mir sehr leid. Ich müsste hier mal aufräumen, ne? Das mache ich jetzt auch. Und dann gehe ich hier kassieren. So, und dann hole ich Reis und mache das und das. Uiuiuiui. So, bitteschön. Und dann brauche ich ganz dringend erstmal Äpfel. So, warte mal, Reis habe ich dabei. Dann brauche ich eigentlich nur noch das und das für euch. Die ich hier kassieren. Uiuiuiui. So, aufräumen, aufräumen. Ich werde mal Äpfel da oben abschlagen. Eventuell hier nochmal schnell was klöppeln. Das scharf scheren. Ich habe auch nur noch zwei... hier muss aufgeräumt werden. Ich habe auch nur noch zwei Fische.
Das ist nicht so schön. Warte mal, Fisch und Fisch. Ja gut, den einen habe ich nicht erwischt. So, dann holen wir eine Milch. So, das ist dann für euch. Ich habe keine Kleeblätter mehr. Das ist aber nicht schön. Ich habe keine Kleeblätter mehr. Warte mal, da ist eins. Das könnte ich ihr ja schon mal bringen. Und einen Schal, zweimal grün, Buttergedöns. So, für dich, für dich. Haben wir jetzt hier irgendwo gerade nochmal... Da ist das Kleeblatt, sehr schön. Okay, dann bekommst du das noch, bitteschön. So, und dann gehe ich hier aufräumen. Da gehe ich aufräumen und ich hoffe, ja, ersten Stern kriegen wir. Eieiei. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Okay, aber die Kleeblätter hätten mich jetzt fast reingerissen. Okay, super. Haben wir die beiden dabei? Da freue ich mich. Die kennen wir ja aus Emily und die wahre Liebe. Supi, da sind sie. Okay, es füllt sich dann doch langsam. Wen muss ich denn noch? Irgendeinen musste ich doch noch nachholen. Hier, den, ich glaube, den Bürgermeister und, ja, die Bürgermeisterin und den Postboten, ne? Hier die beiden, die habe ich noch nicht. Ach, naja. Schauen wir mal, ihr Lieben. In der nächsten Folge. Okay, also das Bild sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und bis dahin, eure Trin.